So, Freunde, jetzt werden wir uns aufmachen und die Burg bekundschaften. Jetzt werde ich gerade mal gucken. Können wir hier noch irgendwas machen? Blitzspeer nicht. Aber der hat sich auch eh bald erledigt. Schild vielleicht noch. Uns noch ein Funkeltitanit. Funkeltitaniten kann man hier übrigens kaufen bei einem Händler. Die kosten allerdings auch 8000 Seelen, also das ist schon eine Menge. Hier können wir auch nichts machen. Gut, dann könnten wir ja eigentlich noch mal was in unsere Punkte stecken. Vielleicht mal ein bisschen Intelligenz. Aber wir wollen ja eigentlich nicht großartig zaubern. Was machen wir da? Beweglichkeit. Okay. Dann machen wir einen so und einen Beweglichkeit. Okay, auf geht's. Können uns natürlich jetzt schon ein paar Jungs rufen und mit denen hier durch die Gegend laufen. Das wollen wir jetzt nicht machen. Das machen wir noch alleine. Aber wie gesagt, zum Gebietsboss, dann holen wir uns noch Hilfe. Die Jungs kann man ganz gut parieren. Sonnenlichtmedaille. Wofür auch immer man die verwendet. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wofür man die gebraucht hat. Und da haben wir es auch schon. Der erste Finstergeist, der uns hier auf den Sack gehen will. Und da ist er. Jetzt lass mich wenigstens noch gegen den kämpfen hier. Ja, das sind so Jungs, die sind natürlich oberassi. Jetzt hat er verhindert, dass ich hier einen Estus-Flakon benutzen kann. Und dann gegen einen kämpfen. Naja. Spaten. Silberritter Schwert ist auch sehr gut. So gut, wir werden jetzt mal ein bisschen flüchten. Mal gucken. Ah ja, sehr gut. Sie vielleicht noch ein bisschen. Ach, so ein Abi. Ja, aber bei diesem Kampf, ihr habt ja auch gerade gesehen, das, was ich meinte. Ich weiß nicht, ob es bei meinem Internet liegt oder. Ich meine, ich weiß, ich bin zu blöd für PvP-Kämpfe, aber. Der kann doch nicht immer irgendwie plötzlich hinter mir stehen oder steht 5 Meter von mir weg, haut zu und trifft mein Schild und nur so eine Geschichte. Das ist doch.
Schon seltsam. Aber gut. War jetzt zum Glück nicht weit vom Leuchtfeuer entfernt. Von daher. Ja, wie gesagt, die kann man hier ganz gut parieren. Ich glaube, hier kommen wir jetzt noch nicht rein. Kommen wir hier rein? Ja. So, hier gibt es einen kleinen Geheimweg. Da müsst ihr hier zum Kamin. Haut da einmal gegen. Und dann könnt ihr hier durch. Hier gibt es jetzt eine Rüstung und... Havels Rüstung. Meine ich ja. Havels Rüstung. Wie blöd. Und eine Keule. Nein. Ja, und eine Kiste, die keine Kiste ist, wie ihr seht. Blöd, das habe ich vergessen. Egal. Kriegt's halt jetzt auf den Sack. So. Ah ja, mach du mal. Und zwar die okkulte Keule. Die werden wir uns später mal zu einer göttlichen umwandeln. Die brauchen wir nämlich in den Katakomben. Ah ja, eine Waffe gibt es ja auch noch. Drachenzahn. Ist auch so eine Riesenkeule quasi. Halt ein Drachenzahn, der als Waffe benutzt wird. Und hier habt ihr es gerade schon gesehen. Havels Schild und Havels Rüstung. Ist eine sehr, sehr gute Rüstung, definitiv. Aber halt auch sehr schwer... In dieser Rüstung bin ich ab hier in meinem ersten Durchgang ja, bis zum, also habe ich zum komplett durchgespielt mit dieser Rüstung. Macht einen halt extrem langsam. Also es ist halt, wie gesagt, verdammt schwer, diese Rüstung. Deswegen werden wir die jetzt nicht anlegen. Die Ritterrüstung ist auch schon schwer genug, aber da sind wir wenigstens noch ein bisschen beweglich drin. So, gut. Was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, noch einen Silberritter. Jawohl. Können wir das auch mal vornehmen. Man könnte jetzt von hier oben auch anfangen und den da unten beschießen. Also mit Pfeilbogen geht das nicht. Und da so weit runterziehen könnte nicht. Aber zum Beispiel mit Zauberei ginge das. Wir machen das anders, wir werden den nachher ganz ganz altmodisch mit unserem Speer oder vielleicht sogar schon Schwert bekämpfen und dann so machen. Silbermünzen, wofür auch immer man die braucht. Also man kann die verkaufen und kriegt relativ viel Geld dafür. Bei diesem Schlangenwesen, was wir da in einem der vorigen Videos gesehen haben. Aber ansonsten relativ unnütz. So, hier haben wir noch Goldmünze. Ja, wo ging es denn jetzt hier weiter? Da nicht. So, hier steht wieder einer mit so einem Riesenbogen. Aber hier können wir natürlich leicht ausweichen. Er läuft einmal ein Stück zur Seite. Und dann... Silberritterschwert, was wir vorhin eingesammelt haben, finde ich sehr gut. Hat mich bei meinem ersten Durchgang das ganze Spiel begleitet. Also ab hier Anor Londo. Super. Voll aufgerüstet mit Funkeltitaniten. Macht die Waffe natürlich auch schon echt guten Schaden. So, da haben wir wieder einen mit so einem
So ein Bogen. Naja, wie gesagt, aber hier, wo ihr Platz habt, da ist das relativ... Kann man ganz gut ausweichen. Oh, da hat gerade jemand den Gebietsboss erledigt. So, den hätten wir auch. Wir laufen jetzt erstmal hier runter. Hier ist auch nochmal so ein... Ich habe diesen Gebietsboss hier bei meinem ersten Durchgang zum Beispiel auch erst auf Level 80, glaube ich, gemacht. Aber da habe ich halt auch noch nicht Internet gespielt und habe mir keine Hilfe geholt. Jetzt werden wir das tun. Gehen wir wieder. Whatever can be done. Ja, der ist schon wieder ratlos. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Oh, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Ja, dann geht's hier durch diese Tür. Da steht hier rechts gleich einer, da müsst ihr aufpassen. Und bleibt ja hier in der Ecke. Denn, wie ihr seht... Da haben wir zwei. Ja, ich habe hier halt, also hier in dieser Burg oder in diesem Schloss, habe ich so sehr viel Zeit verbracht, um Seelen zu farmen, zum Aufleveln. Dämonen-Titanit. So, und dann sind wir wieder hier. Hier sind wir ja vorne lang gelaufen. Da mussten wir hier gegenüber durch die Tür den Turm hoch. Haben uns den Weg auch schon mal frei gemacht. Und jetzt geht's hier oben weiter. Da geradeaus würde es dann zum Gebietsboss gehen. Und da sind auch die beiden großen Ritter, wie die anderen da vorhin. Nur halt bisschen stärker. Die machen wir jetzt aber erst noch da hinten die Tür auf. Dann haben wir nämlich eine kleine Abkürzung. Und zwar zum Leuchtfeuer. Machen wir den noch. Dann da in den Truhen gibt es noch die Silberritterrüstung. So, hier die Tür auf und erkennt ihr es gleich, hier gegenüber haben wir vorhin Havels Rüstung gefunden. Und ja, hier geht es dann zum Leuchtfeuer. Können wir nochmal was in Beweglichkeit reinmachen. So, gut. Ja, im nächsten Video werden wir diesen großen, den man auch hätte mit Zauber machen können, diesen großen da unten werden wir machen, werden uns die beiden anderen Schlachtschiffe angucken, die ein bisschen stärker sind als die draußen, und wir werden den Schmied finden. Und ja,
Ich denke, im Video drauf können wir dann auch schon den Gebetsboss machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen.